Shalom, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von der Botschafter. In diesem Video unterhalten wir uns ein wenig über die Pharisäer. Tora-Christen werden von traditionellen Christen mit den Pharisäern verglichen. Traditionelle Christen wollen somit zum Ausdruck bringen, dass die Tora-Christen genauso schlecht sind wie damals die Pharisäer, genauso falsch liegen in ihrer Lehre wie damals die Pharisäer und genauso ein Problem haben werden mit Jesus wie damals die Pharisäer. Die Pharisäer war damals eine jüdische Gruppierung, die streng nach den Gesetzen Moses lebte. Ihre Auslegung der Tora war so streng, dass sogar selbst für sie unmöglich war, sich an alle Regeln und Ordnungen zu halten. Ihre Auslegung der Tora war so streng und ungenau, dass sie sogar selbst gegen die Tora handelten. Neben ihrer falschen Auslegung der Tora befolgten die Pharisäer Traditionen und Überlieferungen der Menschen. Die Pharisäer stellten diese Traditionen gleichrangig mit Gottes Gebote. Diese Traditionen waren keine von Gott gegebene Gebote, sondern waren eine reine Menschenlehre, reine Menschengebote, reine Menschenerfindungen. Einige Traditionen stellten sogar Gottes Gebote außer Kraft. Jeder Christ weiß, dass die Pharisäer die jüdische Gruppierung ist, wo Jesus am meisten und am häufigsten kritisierte. Aber nicht jeder Christ hat wirklich verstanden, warum Jesus die Pharisäer kritisierte. Einige traditionelle Christen glauben tatsächlich, dass Jesus die Pharisäer kritisierte, weil die Pharisäer sich an das Gesetz Moses hielten und die Gebote Gottes befolgten. Sie meinen somit, dass Jesus damit gezeigt hat, dass die Tora, das Gesetz Moses, abgeschafft worden ist und als ungültig erklärt. Wie ich schon sagte, Tora-Christen werden von traditionellen Christen mit den Pharisäern verglichen. Sie werden sogar mit den Pharisäern beleidigt. Das heißt, sie werden Pharisäer genannt, moderne Pharisäer. Ich habe mir die Frage gestellt, ob diese Beleidigung oder ob dieser Vergleich mit den Pharisäern gerecht ist von den traditionellen Christen. Deshalb schaute ich mir einige Bibelstellen an, die ich auch mit euch durchgehen möchte. Und zwar schauen wir so eine Situation an, wo Jesus in Konflikt geriet mit einem Pharisäer oder mit Pharisäern. Und wir lesen uns Matthäus Kapitel 15, 1 bis 9. Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat geboten und gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, ich habe zur Weihegabe bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte, der braucht auch seinen Vater oder seine Mutter nicht mehr zu ehren. Und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben, ihr Heuchler. Treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht: Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Vergleichen wir mal die Lehre der Pharisäer mit der Lehre der Tora-Christen. Wir haben festgestellt, dass Jesus nicht ein Problem hatte mit den Pharisäern, weil sie nach den Gesetzen Moses lebten und die Gebote Gottes befolgten, die Gebote der Tora, sondern weil die Pharisäer Traditionen befolgten, Traditionen höher stellten oder gleichstellten als Gottes Gebote und durch einige Traditionen sogar Gottes Gebote außer Kraft setzten. Schauen wir uns mal die Lehre der Tora-Christen an und daran können wir dann vergleichen, ob das mit den Pharisäern übereinstimmt.
Tora-Christen sind Christen, die an das Evangelium glauben, die an Jesus Christus glauben. Tora-Christen glauben, dass sie durch Gnade errettet sind, durch das Sündopfer von Jesus Christus. Tora-Christen wissen ganz genau, dass sie nicht gerecht werden durch ihre eigenen Werke, sondern allein durch die Gnade Jeshua. Und durch diese Gnade glauben die Tora-Christen, ist es uns ermöglicht, Zugang zu Gott zu haben und auch die Gebote Gottes zu befolgen. Tora-Christen glauben nicht, dass die Gebote Gottes, das Gesetz Moses, die Tora, abgeschafft worden ist, sondern Jesus hat gezeigt, vorbildlich, wie man die Tora auslebt und auch befolgt. Jesus hat die Tora vorgelebt aus der richtigen Perspektive. Und diese Perspektive sollen wir anstreben, und Jesus ist unser Vorbild, und wie Jesus gelebt hat, sollen wir genauso ähnlich sein und genauso leben, wie Jesus gelebt hat. Tora-Christen distanzieren sich definitiv von heidnischen Bräuchen. Sie feiern keine Feste, keine Weihnachtsfeste, kein Ostern, kein Halloween, kein Fasching. Sie halten den Sabbat am Samstag. Sie halten sich an Speisegebote, feiern die Feste des Herrn. Alles Gebote, was in der Bibel und in der Tora beschrieben sind. Daran können wir erkennen, dass es nicht mit der Lehre der Pharisäer vergleichbar ist. Die Pharisäer hielten Traditionen, Tora-Christen halten keine Traditionen. Pharisäer stellten durch ihre Traditionen Gottes Gebote außer Kraft. Tora-Christen stellen Gottes Gebote nicht außer Kraft durch Traditionen, weil sie keine befolgen. Pharisäer stellten die Traditionen gleichrangig wie Gottes Gebote. Das trifft auf die Tora-Christen nicht zu. Wir sehen hier, dass die traditionellen Christen, die Tora-Christen, zu Unrecht als Pharisäer beschimpfen, beziehungsweise als moderne Pharisäer vergleichen. Wir drehen den Spieß um und vergleichen die Lehre der Pharisäer mit den heutigen traditionellen Christen. Pharisäer hielten Traditionen, traditionelle Christen halten genauso Traditionen wie Weihnachten und Ostern. Pharisäer hielten ihre Traditionen gleichrangig mit Gottes Gebote. Traditionelle Christen sehen auch ihre Traditionen als Ehre Gottes und glauben, durch Weihnachten kann man Gott ehren, man feiert den Geburtstag von Jesus und so weiter. Pharisäer stellten Gottes Gebote außer Kraft durch ihre Traditionen. Das machen traditionelle Christen ebenso. Durch die Sonntagsheiligung wurde der Sabbat abgeschafft, durch ihre falsche Auslegung wurden die Speisegebote abgeschafft, die Tora komplett als ungültig erklärt, und dafür befolgten sie aber keine Feste, sondern ihre eigene heidnische Bräuche. Man sieht, dass die Lehre der Pharisäer eher zuspricht auf die Lehre der heutigen traditionellen Christen. Deshalb können wir sagen, dass diese Bezeichnung Pharisäer, moderne Pharisäer, eher auf die traditionellen Christen zutrifft als die Tora-Christen. Ich finde, die traditionellen Christen sollen sich lieber an ihre eigene Nase fassen und sich echt Gedanken machen, was sie die Tora-Christen überhaupt unterstellen. Ja, sie behaupten, dass wenn man Gottes Gebote hält, fällt man aus der Gnade und man kommt in der Hölle. Aber wenn man Gottes Gebote nicht hält und dafür Menschen lehre, dann ist man begnadigt und kommt man in den Himmel. Ja, das ist so grob die Einstellung und das Verständnis der traditionellen Christen. Ich finde, wir sollten aufhören, wir Christen, egal aus welcher Lehre und welchem Verständnis wir kommen, auf die Unterschiede zu achten und das, was bei uns anders läuft wie bei dem anderen, sondern wir sollten eher auf die Gemeinsamkeiten achten und auf diese Gemeinsamkeiten aufbauen. Wir können nur ein Leib in Christi sein, wenn wir die Gemeinsamkeiten verbinden
Und durch diese Gemeinsamkeiten, diesen Fundament, was wir haben, Jesus Christus ist unser Fundament, dieser Fundament ist bei allen Christen gleich, können wir darauf aufbauen, nur wenn wir wirklich gemeinsam zusammenhalten und uns nicht fertig machen, sobald jemand was anderes vertritt, eine andere Meinung hat, eine andere Lehre, ein anderes Verständnis, hin und her. Das bringt nichts, das fruchtet nicht, das gefällt dem Herrn nicht. So ein Verhalten sollten wir abstellen. Unsere Gesinnung soll sich ändern. Wir sollen eher auf die Gemeinsamkeiten achten und nicht auf die Unterschiede. Ich danke euch für euren Zuhören. Ich wünsche euch Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Shalom.